Ernähren diese Kinder sich überwiegend von Fastfood oder was muss man tun, damit sie sich überhaupt gesund ernähren? Also wir beobachten etwas, was uns doch große Sorge bereitet. Vor allen Dingen in großstädtischen Bezirken gibt es viele Kinder, die ohne Frühstück in die Schule gehen. Also es sind sogar in einigen Bezirken bis zu 70% der Kinder, die kein Frühstück haben. Und in der Schule gibt es ja dann auch eigentlich wenig Frühstück, sodass es relativ schwierig ist, die Kinder zu erreichen. Ein zweiter Trend, der sich bemerkbar macht, auch wiederum vielfach in Großstädten, es gibt bei vielen Familien schon gar keinen Esstisch mehr, sondern gegessen wird auf dem Couchtisch mit Fertigprodukten, Pizza etc. Wenn man über Ernährung spricht, dann spricht man über zwei Sachen. Man spricht einerseits über Ernährung und Bewegung und die beiden müssen in Balance sein. Es gibt per se ja keine guten oder schlechten Nahrungsmittel, es gibt entweder eine ausgewogene oder nicht ausgewogene Ernährung. Dass wir da als Industrie ganz klar eine Verantwortung haben, das ist unzweifelhaft und dass wir die von der Firma Mars natürlich wahrnehmen, dafür stehe ich und dafür steht die Firma ganz klar. Markus Moser, Vorstandsvorsitzender der Edeka-Gruppe. Herr Moser, der Handel selbst, dem kommt ja auch eine Verantwortung zu, darauf zu achten, dass Kinder sich gesund ernähren. Was kann der Handel tun, damit da etwas passiert? Wir haben im Jahr 2008 150 Kindergärten und Kindertagesstätten ausgerüstet mit Gemüsebeeten. Und viele, viele kleine Gärtner, ich sehe das hier auch mit den Schürzen und mit Werkzeug ausgestattet, um in ihren Kindergärten erlebbar zu machen, wie Obst und Gemüse entsteht, wie es wächst, wie es schmeckt, wie es aussieht, dass es eben nicht aus dem Karton kommt, aus der Tiefkühltruhe und dass gesunde Ernährung eigentlich die Basis ist für ein gesundes und aktives Leben. Und das ist, da beginnt es bei uns eben nicht irgendwann in der Schulzeit, sondern schon im Kindergartenbereich. Claudia Pechstein, jetzt müssen wir Sie natürlich fragen, eine erfolgreiche Sportlerin, sie ernährt sich gesund. Ich meine, am Bewegungsmangel leiden Sie ja noch nicht. Sie verziehen den Mund, Sie ernähren sich nicht gesund? Also ich lebe eigentlich nach dem Motto, wenn ich jetzt im Sport mache, möchte ich aber trotzdem normal leben. Also ich gönne mir auch eine Schokolade oder ich trinke auch mal ein Gläschen Alkohol. Also das gehört auch dazu zum normalen Leben, denke ich. Aber man muss eben alles im Maßen machen. Und wenn ich zum Wettkampf mich vorbereite, dann versuche ich natürlich auch wirklich wettkampfgerecht mich zu ernähren. Wir haben einen Ernährungsservice für die gesamte Edeka. Wir haben in unseren vielen Märkten insgesamt 1800 Ernährungsberater, die für den Kunden bereitstehen, die darauf hinweisen, dass wir keine Lebensmittel verteufeln. Aber wie und wo beraten die denn? Im Laden vor Ort sind die. Wir haben die Möglichkeit auch über das Internet, über Servicetelefone das zu tun, wo Ernährungspläne auch erstellt werden. Und dabei geht es, wie gesagt, nicht um eine Verteufelung von einzelnen Lebensmitteln, sondern es geht um gesunde Ernährung.